Herzlich willkommen auf meinem Kanal Sverachter. Mein Name ist Daniel und wir sind in meiner Werkstatt. Heute habe ich ein Problem. Schaut mal hier. Oh, Daniel. Eine Soundbar. Da hast du aber nicht so tief in die Tasche gegriffen. Ich sehe schon ein Problem. Kein Befestigungsmaterial für die Wand. Sehe ich das richtig? Weißt du schon, was du machen willst? Soll ich dir helfen? Gut. Bist du bereit? Wir bauen ein kleines Wandregal in der Form eines Ls mit einer durchdachten Aufhängung. Was stehst du da so rum? Eichenbrett holen, 1,20 Meter Länge, ein Rest MDF fürs Dekor. Muss ich denn hier an alles denken? Oh, schön. Alles da. Gut gemacht. Kannst du denn mit all den Maschinen hier umgehen? Okay, ein guter Anfang. Nicht vergessen, das richtige Sägeblatt einzusetzen, denn wir machen jetzt Längsschnitte. Und wenn ich mich genau daran erinnere, glaube ich zu wissen, wir haben eins für Querschnitte eingebaut. Festziehen und noch den Spaltkeil einsetzen. Zack. Abdeckung drauf und fertig. Ausschuss anzeichnen und parallel übertragen. An der Linie eine Führungshilfe für die Tischkreissäge montieren. Am Spindholz anschrauben, damit das nutzbare Holz nicht beschädigt wird. Jetzt an der Tischkreissäge das Brett besäumen. Ach, ihr seid noch da? Abo und Like nicht vergessen. Und jetzt... Oh je... Wusch! So einfach kann man das Splintholz entfernen. Falls du nicht über so einen sauberen Handkantschlag verfügen solltest, dann ab an die Tischkreissäge. Anschlag auf 10 cm einstellen und das Brett auftrennen. Hier ist noch viel Splintholz. Das Brett ist zum Glück länger als das Regal. Wir nutzen den Gärungswinkelanschlag und stellen ihn auf 0 Grad ein. Spannen das Holz fest und sägen die Bretter auf Länge zurecht. Ab an die Abrichte. Was? Du hast es immer noch nicht montiert? Und auch nicht gereinigt? Schämlich. Lege das Brett auf den Tisch und wir schauen, wie schlimm es ist. Tippe mal auf die Ecken. Da haben wir aber noch mal Glück gehabt. Das könnte auch noch mit dem dicken Hobel funktionieren. So einstellen, dass wir nur 1 mm Abtrag haben. Festspannen. Unser Ziel ist es, auf 2,4 mm zu kommen. Wir tasten uns in mehreren Schritten an das gewünschte Maß heran. Jetzt das Brett an die Werkstatt festspannen. Die Führungsschiene parallel ausrichten. Parallel. Mit der Feineinstellung zentrieren. Und die Schrauben wieder festziehen. Im ersten Zug nehmen wir nur ein paar Millimeter ab. Und sehe da, wie schön es geworden ist. Jetzt auf das endgültige Maß fräsen. Die Schritte wiederholen wir am Stirnholz. Wenn der Fräser nicht mehr so gut sein sollte, links ein Opferholz anzwingen. Eine schöne umlaufende Nut. Ich hatte immer gedacht, der Typ taugt zu nix. Aber ich könnte mich langsam mit ihm anfreunden. Innenmaß nehmen. Und mit der Klinge anreißen. Anschlag zurücksetzen und den Streifen zusägen. Gleich könnt ihr sehen, wie der schmale Streifen, lose, im Abgabebereich liegen bleibt. Auf grobe Länge zusägen. So ganz dünne Streifen trenne ich lieber an der Bandsäge auf. Anschlag umklappen, um ein offenes Sägeblatt zu vermeiden.
Leim in die Fuge, die kleine Leiste rein, und jetzt alles schön anpressen. Die Leisten über Eck nicht vergessen und die saubere Kante einarbeiten. Ein ganz klein bisschen Druck kann hier nicht schaden, aber mit Gefühl. Der Kleber ist ausgehärtet und die überstehende Leiste wird abgesägt. Nun wird die Tischsäge klar gemacht und ein Wendeplattenbündigfräser eingesetzt. So auf die Höhe einstellen, dass der Anlaufring oben an der Eiche anliegt. Und im Gegenlauf fräsen. Mit einer Anpresshilfe und zurückgestellten Anschlag aufs Endmaß bringen. Die Dübel anzeichnen. Strich, Strich, Strich. Und dübeln. Wusch. Und zap. Das Gegenstück festklemmen und auf die Winkligkeit achten. Nochmal kontrollieren. Durch die Fräse kann man gut die Linien sehen und die Maschine ausrichten. Die Fräse liegt auf einer 5 mm starken Aluplatte, weil ich die Rückseite später bündig fräsen möchte. Da, 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 da und da muss die Bleistiftlinie noch weggeschliffen werden. Ach ja, Schleifen. Und jetzt ein bisschen Leim hier und da und noch mehr Leim ab in das Loch. Tack, 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 tack. Und der letzte Dübel. Leim mit den Fingern verteilen. Ja, mit den Fingern. Zusammenfügen und alles verpressen. Den Winkel nochmal kontrollieren und aushärten lassen. Die Rückseite bündig abfräsen und schöne Späne herstellen. Oh, sieht das gut aus. Ach, es fängt schon wieder an. Schleifen. Erst die Innenseiten, dann die Außenseiten. Jetzt kann man sein Holz streicheln und liebkosen. Und klatsch! Den Schlüssellochfräser einsetzen, bekannt auch als T-Notfräser. Und in diesem Fall ist es ein M8. Das sieht aber sehr kompliziert aus. Aber in Wirklichkeit sind es nur zwei Anschläge, um wiederholgenau zu fräsen. Eintauchen. Feststellen. Fräsen. Ausschalten. Herausnehmen. Und schaut euch doch mal das schöne Ergebnis an. Ein Schlüsselloch. Jetzt kann man es auch sehen. Handschuhe anziehen. Und alles ölen. Flasche wegstellen. Wer kennt das nicht? Wenn so eine Flasche mal umgekippt ist, lernt man daraus. Oder auch nicht. Ja. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich werde auch nicht müde, euch immer wieder das mit den Handschuhen zu zeigen. Und mein Mülleimer für die Lumpen steht draußen. Jetzt schaut euch das mal an. Mit einer guten Anleitung hat er es doch noch geschafft. Ja, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich freue mich. Also das Regal ist fertig und es ist gemacht für die Box. Ich werde es auch gleich bei mir an die Wand hängen und vielleicht blende ich es auch noch ein, wie es bei mir dann da über meinen Monitor hängt, weil es soll auf Kopfhöhe hängen, deswegen habe ich es auch gebaut und ja,
Also wenn wir mit der einen Sache fertig sind, können wir dann auch schon mit der neuen Sache wieder anfangen. Aber hier sieht es noch zu schlimm aus. Ich muss hier erstmal wieder aufräumen. Und ja, gibt auch weiterhin nicht viel zu sagen. Ich liebe also das Arbeiten mit Holz. Und jetzt gehe ich mal einen Schritt beiseite. Und hier oben könnt ihr sehen, wie ich diesen Tisch gebaut habe. Ich finde ihn, er erleichtert mir voll die Arbeit. Und soweit, so gut. Bis die Tage. Euer Daniel. Und das Abonnieren nicht vergessen.